Hallo, da sind wir mal wieder aus Straßburg, Jan und Ska. Sag mal, Jan, ich habe dich ja auch in der Tagesschau gesehen. Was war denn da los? Oh ja, wir haben hier vom Europäischen Parlament eine Aktion gemacht, gemeinsam mit den ganzen Grünen gegen ACTA. Da haben wir ja schon häufig darüber berichtet, das Anti-Piraterie-Abkommen, Produkt-Piraterie-Abkommen, das wir so stark kritisieren, weil es einseitig die großen Rechteinhaber bevorteilt und auf der anderen Seite wenig Sicherheiten den Verbraucherinnen und Verbrauchern im Internet oder aber auch zum Beispiel den Menschen, die angewiesen sind, auf Generikamedizin bietet. Und da habt ihr ja auch noch einige Kritikpunkte, gerade aus Entwicklungsperspektive. Oh ja, weil bei ACTA, da sind ja nur wenige Staaten dabei und die Entwicklungsländer wurden alle ausgeschlossen. Aus den Verhandlungen konnten also ihre Meinung nicht dazu sagen, obwohl es sie auch sehr stark betrifft. Zum Beispiel eben im Bereich der Generikamedizin, also Medizin, die eben kein teures Label hat und damit viel billiger ist. Und die wird in Zukunft viel schneller aufgehalten werden können, wenn zum Beispiel Indien als großer Produzent von Generikamedizin dann Medikamente nach zum Beispiel Brasilien verschickt, aber über Rotterdam, dann können die Zöllner in Rotterdam die Ware ganz schnell konfiszieren und auch zerstören. Und damit geht eben unglaublich viel verloren, was halt wirklich Menschen in Entwicklungsländern hilft, Menschen, die an Malaria erkrankt sind, an AIDS etc. Und das können wir so nicht zulassen. Ja, und alle Infos findet ihr natürlich zu ACTA weiterhin auf grüneeuropa.de, wo wir ein Dossier dazu auch haben und vieles habt ihr auch schon gehört. Deswegen nochmal zum Stichwort Entwicklungspolitik. Wir haben ja auch diese Woche in der Fraktion ein Papier beschlossen, auch zu der Frage, wie zum Beispiel Technologietransfer stattfinden soll. Das passt ja ganz gut dazu. Ja, da geht es halt auch viel um Urheberrecht, Technologietransfer, gerade von Klimatechnologien, also Windkraft, Solarenergie etc. in Entwicklungsländer ist momentan ein großes Problem, weil auch Entwicklungsländer sollen ja was gegen Klimawandel tun, sollen sich irgendwie entwickeln, brauchen Energie, sollen das aber möglichst klimafreundlich tun. Und das Problem ist aber, dass die Patente für diese Klimatechnologie in den reichen Ländern hocken und nur für teures Geld irgendwie gekauft werden können. Und da wollen wir eben jetzt als grüne Fraktion mehr erreichen, dass diese Patente leichter transferiert werden können durch verschiedene Maßnahmen, die wir da auflisten in diesem Papier. Ja, das war ein langer Prozess. Wir haben es gut diskutiert mit allen Leuten, die da auch zu arbeiten, mit dem Industrieausschuss, Leuten, mit den Menschen in der Klimakampagne etc. Und jetzt ist es wirklich gutes Papier geworden, was halt wirklich auch Wege aufzeigt, wie so ein Technologietransfer stattfinden kann. Na super, dann sind wir ja gut ausgestattet für die neuen Auseinandersetzungen zur Frage, wie wollen wir eigentlich das geistige Eigentum weltweit und im Internet und überall reformieren. Außerdem haben wir jetzt erstmal eine Wahlkreiswoche vor uns. Das heißt, wir sind jetzt eine Woche nicht in Brüssel oder in Straßburg in Sitzungen unterwegs, sondern sonst wo. Und außerdem am Ende dieser Woche findet dann der Grüne Konvent in Berlin statt, im Bundestag, von der Bundestagsfraktion der Grünen und uns als Europagruppe hier veranstaltet, wo es darum geht, Ideen zu sammeln für die Zukunft der Europäischen Union. Wie wollen wir eigentlich, dass die EU zukünftig aussieht? Welche Kompetenzen müssen vielleicht auf EU-Ebene? Die ganze EU-Krise, die Euro-Krise und so weiter, die wird natürlich hoch und runter diskutiert und wird auch weiterhin uns beschäftigen. Wer Lust hat, sollte einfach mal auf die entsprechende Seite zum Grünen Konvent bei der Bundestagsfraktion gehen und sich dort anmelden. Vielleicht einfach auch vorbeikommen in Berlin. Und ansonsten sehen wir uns dann bei der nächsten Straßburg-Woche im März wieder. Tschüss! Tschüss!